Ja, liebe Zuschauer, ich grüße Sie nochmals am heutigen Nachmittag, dem 14. April hier beim JFD Live Trading TV und wir wollen uns dem US-amerikanischen Markt widmen, der zunächst positiv in den Tag startete. Hier bei Trieben auch Einzelhandelsdaten und dergleichen an, die hier 14:30 in den Markt strömten, aber letztlich sehen wir hier aktuell wieder Minuszeichen und das wollen wir uns gleich mal im S&P 500 anschauen, hier im Stundenchart-Intervall der 24-Stunden-JFD-Indikation. Der S&P hat es letztlich nicht geschafft, bereits während des gestrigen Tages hier diesen Support-Level 2096, 2095 zu halten. Klarer Widerstand nunmehr, da wir auch hier unlängst mit der Handelseröffnung einen kleinen Spike in diese Richtung gesehen hatten. Hier dieses, sage ich mal, indikative Verhalten zwischen 8 und 10 Uhr sei mal dahingestellt. Hier sehr relevant dieser Bereich eben jetzt auf der Oberseite. Wir sehen, dass wir aber auch diesen Trendkanal gebrochen haben nach unten, der hier sich seit Anfang April, speziell seit dem 6. eben hier etabliert hat. Insofern eine leicht unschöne Situation, aber hier die Alternation im Sinne dessen, dass wir hier unter 2095 zurücksinken. Der Tendenzpfeil der gestrigen Annahme setzte sich nun letztlich durch und wir sind jetzt genau da, wo wir praktisch hätten auch sein sollen, wenn es denn nämlich hier zum Rückgang unter 2095 Punkte kommt, nämlich im Bereich 2085, zugleich das 38er Fibonacci-Level des letzten Aufwärtsimpulses. Da wird es jetzt spannend, deswegen nehmen wir jetzt erstmal die Linien hier raus beim breiten S&P 500, sehen uns im Stundenchart mal die Konstellation des Preisverlaufs an und da sehen wir, dass wir hier eine Art Bullflag konstatieren können. Jetzt gehen wir mal hier rüber, ziehen hier noch ein paar Verbindungsmöglichkeiten. Ich suche hier möglichst viele Auflagepunkte, sowohl oben als auch unten. Und wir sehen hier eine sehr, sehr konstruktive Situation letztlich, die hier vom Hoch ausgehend jetzt aktuell sich eben gar nicht so kritisch darstellt, obwohl die Amerikaner letztlich schwach auf der Brust sind. Tatsache ist, können wir uns oberhalb von 2085 Punkten halten, sieht es ganz gut aus, dass wir entweder jetzt hier ein Stück weit seitwärts oszillieren und dann in Bälde will man doch hoffen, hier wieder nach oben rausziehen. Oberhalb von 2092 Punkten ergibt sich dann ganz klar hier dieser kurzfristige Widerstand bei 2096, 2095 Punkte, also hier über 2096, 2097 müssen wir raus. Also sprich, wenn der Preis hier per Stundenschluss über diese obere Trendlinie des Abwärtstrendkanals dieser bullischen Flagge hinauszieht, dann wären hier die Bullen wieder am Zug. Und da sich im Kontext dieser vorherigen Aufwärtsbewegung aktuell um einen korrektiven Verlauf handelt, möchte ich auch hier den blauen Pfeil direkt ansetzen und präferiere hier praktisch einen Anstieg nach oben, wenn wir hier dieses Konstrukt der bullischen Flagge praktisch nach oben hin verlassen. Entweder kommt es heute noch dazu oder der Markt läuft mehr oder weniger seitwärts. Jetzt sehen wir, der S&P 500 erhebt sich gerade. Sieht eigentlich ganz gut aus. Im schlimmsten Fall machen wir hier mehr oder weniger eine Pendelbewegung, aber oberhalb von 2085 Punkten bleibt das Setup bullisch. Der S&P 500 dann im Kontext dessen begriffen, dass wir eigentlich hier weiter hoch sehen können. Hier der grüne Pfeil, bereits gestern im Chart, ziehen wir ein Stück weit rüber. Wir haben das Level bestätigt. Gegebenenfalls kommt es bei nochmaliger Schwäche nochmal zu diesem Test dieses Niveaus um 2085 Punkte. Das heutige Tagestief hier speziell 2082,60. Darunter sollten wir nicht gehen, ganz klar. Dann hätten wir hier diesen grauen Pfeil aktiviert, gerade per Stundenschluss. Und dann dürfte es eben hier locker nochmals 10 bis 15 Punkte in die Tiefe gehen. Das ist aber, wie gesagt, nur Plan B. Ich bleibe hier eigentlich weiter bullisch ausgerichtet. Das ist aktuell mehr oder weniger nur eine Konsolidierung auf hohem Niveau. Das zeigt sich auch im Tageschart. Auch hier das Bild von gestern. Okay, wir sind hier unterhalb von 2100 Punkten mehr oder weniger gescheitert, oder besser gesagt an diesem Level gescheitert. Sehen jetzt aktuell diese Rücksetzer. 2085 bleibt ein wichtiges Level. Ziehen wir da auch nochmal gleich hier zur Veranschaulichung im Tageschart diese grüne Zone ein. So, und oberhalb dessen bleibt es hier bei diesem blauen Pfeil. Den Rücksetzer sehen wir aktuell dann eben jetzt hier möglicherweise einen Anlauf nach oben. Und richtig bullisch wäre es natürlich, wenn wir hier die Hochs von März überwinden, speziell hier 2115, da müssen wir rüber, dann haben wir hier sicherlich weiteres Kaufpotenzial auf der Oberseite. Ansonsten ist das auch hier, Sie sehen es, eingefangen in diesem Trendkanal, Seitwärtstrendkanal, leicht abwärts gerichtet, alles eigentlich eine bullische Konsolidierung auf hohem Niveau, die mehr oder weniger in Bälde für einen Ausbruch sprechen könnte. Dazu nehmen wir auch jetzt mal hier die Breite des Trendkanals einfach mal, um hier sozusagen ein mögliches Ziel zu visieren. Nehme ich jetzt einfach mal die Mitte dieses Kanals
und würde das mal hier oben raus projizieren, je nachdem, wann der Ausbruch erfolgt. Und wenn man das praktisch spiegelt, dann ergibt sich hier sogar Potenzial, was hier deutlich über 2175 Punkten liegt. Aktuell noch nicht vorstellbar, aber der Markt bleibt hier im bullischen Kontext begriffen und insofern, warum will man denn hier den Bären an die Wand malen? Es wird aber früher oder später sicherlich mal eine größere Korrektur geben, doch sind das hier aktuell noch keine Zeichen dafür oder noch keine Anzeichen vielmehr. Gut, Nasdaq 100, der sieht ein bisschen angeschlagen aus, hat heute einen stärkeren Verlust vollzogen, aber auch hier das gestrige Bild aus dem Stundenchart, also hier die Aufwärtstrendlinie sollte verteidigt werden, im Idealfall ist nicht gelungen, es ging heute Mittag dann aufgrund der Schwäche hier deutlich zurück und jetzt sind wir auch hier am 38er Fibonacci Level angekommen, Widerstandsbereich jetzt 4405 auf der Oberseite, ähnliches Bild, wir müssten uns, Schrägstrich sollten uns jetzt hier stabilisieren, also keine neuen Tagestiefs machen, dann sieht es gut aus, dass wir hier in Richtung 4405 und höher nochmal anziehen können. Machen wir neue Tagestiefs, dann würde auch hier unter Umständen das 61er Fibonacci Level rufen. Und das würde bedeuten, dass wir hier in Richtung 4345, 4340 Punkte zurückfallen können. Aktuell aber, wie gesagt, eher das Aufwärtsmomentum präferiert. Machen wir das direkt mal so. Würde ich hier im Sinne des bullischen Kontextes hier dem Markt eher zutrauen, dass wir hier nach oben gehen und jetzt hier nicht nach unten wegbrechen. Ansonsten auch hier im schlimmsten Falle dieses seitwärts oszillieren mit dann einer anschließend bullisch aufwärts gerichteten Tendenz. Das wären die Prognosen zu den US-Märkten. Momentan fehlt noch ein bisschen der Schwung, aber ich bin hier eigentlich ganz zuversichtlich, dass da noch Momentum in den Markt kommt. Wir sehen gerade hier die Schwäche. Also hier zum Auftakt war es ja zunächst positiv, aber dann der Ausverkauf und diese Schwäche wird gegenwärtig gekauft. Wir sehen hier bullische Kerzen. Bleibt dies so, dann kann das hier durchaus noch ein positiver Tag werden. Also in dem Zusammenhang, liebe Zuschauer, danke fürs Einschalten. Bleiben Sie on the market und morgen dann werden wir uns zusammen den EZB-Event mehrfach zu Gemüte führen. Bis dahin, beste Grüße, Ihr Christian Kämmerer.